Ja, und damit herzlich willkommen zu einem Simulationsaufbauspiel im anderen Universum, nicht auf der Erde, so wie Cities Skylines zum Beispiel. Nein, das hier, wie man wohl davon erkennen kann, spielt irgendwo im All, Weltall oder wo auch immer wir uns denn halt befinden werden. Denn wir spielen ab jetzt, oder besser gesagt, ich spiele ab jetzt Avian Colony. Und ja, es gibt, wie soll ich sagen, zwei verschiedene, nein, eigentlich drei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Der Weltraum und englische Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. 02 06 23 08. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs so und so. Kapitän an. Ja, wie man sehen kann, wird schon so ein bisschen gezeigt. Man kann so eine Art seine eigene Stadt bauen. Und das ist halt eben, wie man sehen kann, ne? Wo auch immer. Ich gehe mal auf neues Spiel. Welcome to the Avon Expedition. As the governor of humanity's first colony outside the solar system, it's no exaggeration to say that the future of human civilization is in your hands. We've been in orbit for 300 hours since reaching Avon Prime, so no doubt you've had plenty of time to review the mission briefing. You'll be touching down on Vanar, which is the closest thing Avon Prime has to planet Earth. There's a great deal of plant life here, but don't be fooled. The atmosphere is primarily carbon dioxide, so we'll need to keep the colony hermetically sealed. We have a small settlement here, and you will assume command upon touchdown. There are no signs of intelligent life so far, but do keep an eye out. Your mission coordinator will be Vori Markov. She and I will be monitoring your progress closely from the colony ship. Good luck, Governor. Okay, so. Ich habe mir gedacht, ich spiele mal jetzt die Open World Runde. Und ich kann mir jetzt einen Planeten aussuchen. Wobei ich halt sagen muss, ich weiß immer noch nicht, welchen ich denn da so nehmen soll, wenn ich mir das angucke. Hier ist eine Art Wüstenplanet, man kann es immer rechts so im Bild erkennen. Centigulls oder Gans, wie auch immer. Das ist so eine Art Wüstenmäßig. Dann gibt es Fanar, der ist eher grün. Dann gibt es die Azarafälle, das ist halt mit Schnee und Eis und so weiter. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, dann gibt es hier, ne, so eine Wasserecke, Wasserplaneten. Und dann nochmal so eine Art staubtrockene Wüstegegend. Hier ist, ja, sind mehr so Stacheln, Felsen, wie auch immer. Dann gibt es hier, diese Ecke. Valley of Dead, das hört sich ganz brutal an und traurig und so. Oder hier Hoppala Kati. Oder auch noch mal sehr grüne Gegend. Eden Krater. Das ist auch so mit Wasser. Dann gibt es hier so auch nochmal Staub, Sand, Trocken, Wüstenmäßig, ähnlich mit Wasserplaneten und so. Ja. Oder hier sowas. Boreal Bay zum Beispiel. Ist grün und hat Wasser. Die Blumstonfels. Die sind hier so ähnlich wie die Azarafels. Und dann noch so eine Eisinsel, Winterinsel. Ja.
Also, da ich hier normalerweise immer da baue, wo das schön grün ist, wo saftig ist, wo Bäume und alles Mögliche ist, egal ob das jetzt bei City Skylines ist oder ob das bei Ark war oder keine Ahnung, The Forest vielleicht oder so, habe ich mir gedacht, da war ja auch jetzt dieses Jahr 2020 doch auch noch so einen sehr, sehr heißen Sommer hatten. Teilweise eine ganze Woche lang über 30 Grad und so, habe ich mir mal gedacht, ich versuche mal so eine auf so einer Insel, auf dem Planeten zu bauen, wo es schön kalt ist und wo wir Winter haben. Also ich nehme den Eisbound Planeten hier. Und dann kann ich jetzt hier aussuchen, was ich an Sachen am Anfang haben möchte. Es geht auf niedrig los, dann mittel und dann hoch. Auch wenn ich auf hoch mache, wird es nach und nach auch dann immer weniger und so weiter. Da ich aber so viel wie möglich bauen möchte, sage ich mal, und so, starte ich mal mit ganz hoch. Ja, Landungsplatz. Da weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Gibt nur A und B. Da wird mir nicht angezeigt, wo Landeplatz A ist, wo Landeplatz B ist. Ich nehme einfach mal B. Keine Ahnung. So. Und dann die Umweltereignisse. Man kann die ganz ausmachen. Auf selten. Ab und zu mal. Auf normal. Oder dass öfters mal welche kommen. Auf häufig. Oder auf total extrem schwer, kann man sagen. Da kommen dann alle 2 Minuten irgendwie was. Aber. Hoppsala, ich mache mal zwar Ereignisse, aber dann doch eher auf selten. Dass dann wenigstens mal ein bisschen was zu tun ist, aber wie gesagt, dann, ich sag mal jetzt sowas wie, keine Ahnung, Regen, Sturm oder was, Gewitter, jetzt nicht alle 5 Minuten, sondern vielleicht, ich sag jetzt mal, einmal die Woche oder so, keine Ahnung. Also, ich gehe auf selten. Missionsziele. Was geben uns denn da für Ziele? Bevölkerung oder aus? Wenn wir aus haben, gibt es keine Missionsziele. Da kann ich machen, was ich will, aber bei Bevölkerung auch. Nur, dass mir dann da vielleicht gesagt wird, was ich an Bevölkerung erreichen muss auf dem Planeten. Also lasse ich das mal schön. Ja, und die Moral von der Geschichte: Traue den Erbauer nicht. Ich mache mal die Moral auf sehr hoch. So, die Mineralien, Mineralwasser und so weiter. Geht hier auf niedrig, mittel, hoch oder extrem. Ich mache auf extrem, weil der Planet dann, wo ich jetzt bin, der soll richtig, ja, was haben an Gold, Silber, Erz oder was auch immer. Kohle, Heizung, Wärme oder sonst irgendwas. So, hier das ganze Ding mache ich mal aus. So, Frachtkapseln. Auf dem Planeten können so Kapseln rumliegen, da sind dann ab und zu irgendwelche Ersatzteile oder was auch immer drin. Und ja, man kann die halt ausmachen, dass man halt eben nichts findet. Oder auf gering, auf normal oder halt Sachen, wo noch irgendwas zusätzlich drin ist. Ich mache mal auf zusätzliche Sachen. So. Und hier gibt es die Nachschubsignale. Also keine, ein Signal, zwei Signale, drei Signale. Ich mache halt eben auf keine. So, und Schwierigkeit geht es hier auf schwer, normal und einfach. Ich mache das auf einfach. So. Dann gehe ich hier wieder ganz nach oben. Und hier kann ich es auch suchen. Ja, als kleinen Bonus, was ich sein möchte. Und je nachdem, was man dann ist, bezahlt man für Gebäude entweder weniger oder mehr oder für Ärzte, wenn ich Arzt bin, kriegt man hier, also hier, nicht nur hier, sondern hier, Kosten halt irgendwelche anderen Sachen 33% weniger und so. Und es geht 50% dann halt mehr, schneller und so weiter. Ein Drohnentechnologie. Typ vielleicht.
Zum Beispiel, du kontrollierst die Drohnen. Baudrohnen bauen, reparieren und verbessern 20% schneller und sie erhalten zusätzlich 10% der ursprünglichen Nanitkosten. Nanit ist halt das Geld, was man da hat, die Währung. Wenn sie ein Gebäude recyceln, Scrubber, wie auch immer. Polizeidrohnen sind auch 15% effektiver. Ja, Drohnen brauche ich auch immer sehr viel. Die bauen ja meine ganzen Gebäude auf und so weiter. Also, ich könnte das zum Beispiel machen. Oder ich nehme einen Bergmann oder Industrieller oder nehme ich einen Farmer. Ich weiß nicht, als Farmer habe ich da so eine Farmbau oder was? Ja. Ich weiß nicht. Elektriker wäre auch vielleicht mal ganz gut oder so. Apotheker. Ich weiß es nicht. Oder hier Politiker. Du bist ungewöhnlich beliebt bei. Ja, genau. Ich bin. Ja, klar. Nee, ich will ja kein Politiker sein. Vielleicht Wissenschaftler. Oder wie wäre das hier unten mit so einem Krieger? Du bist in den Künsten des Krieges gefickt. Plasmatürme, Tier 2, Expeditionszentren und Raketenbatterien kosten 35% weniger. Plasmatürme, Raketenbatterien und Tier 2 Expeditionsschiffe feuern 25% schneller. Oder vielleicht als Händler, Steffen Händler hier. Du hast ein Händchen für den Handel. Drade, Hups. Ja, kosten 40% weniger. Handelsschiffe sind 20% schneller und der maximale Nanitenwert von Handelsgeschäften mit abgelegenen. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Da ich ja diese Drohnen habe, könnte ich das mit den Drohnentypen machen hier. Weil die ja bauen und reparieren und alles mögliche. Baudrohnen reparieren und verbessern 20% schneller und sie erhalten zusätzlich 10% der ursprünglichen Netzkosten. Und so weiter. Das ist schwer, das ist schwer. Handel, ich weiß nicht, Handel, das ist auch so eine Sache. Wir brauchen ja auch einen Arzt und so auf dem Planeten. Krankenhäuser und Dekontaminierungseinheiten kosten 33% weniger und so weiter. Ja. Ach Gott, das ist alles so schwer. Komm, wir gehen in den Handel, Mann, ist egal jetzt. So. Und dann starten wir das Ganze mal. Das ist gar nicht so einfach am Anfang. So. Da schon mal so ein bisschen vorgegeben. Neue Mission verfügbar. We'd like you to increase the colony's population. Erreiche eine Bevölkerung von 50. Okay.
Im Moment habe ich da 16. Gut. Bum, bum, bum. Also, mal gucken. Ich brauche erstmal sowas wie Wohnhäuser. Koloniesteuerung, nee. Kupfer und so weiter, alles da, nee. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Genau, hier ganz links ist die Zeit. Das ist jetzt... So, hier habe ich dann die Nahrung. Dann hier ist Wasser. Hier ist Lagerraum. Und dann habe ich hier die Luftqualität, die ist noch grün, die ist noch ganz gut. Die ist bei 99%. Bevölkerung, genau. Okay. So, da ist das Geld, die Naniten. Strom habe ich im Moment zur Verfügung. 52, genau, okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Handelsmenü, nein. Okay. Hier ist die Kamera bewegen. So, hier habe ich jetzt mein, genau. Also, ich, Wohngebäude. So, Wohngebäude. Habitat Stufe 1. Ein Zuhause für Kolonisten. Genau, kann ich da einlisten. So, mal gucken, wo baue ich das denn hin? Ich würde mal sagen, baue ich das da hin? Baue ich das hier hin? Ich baue, okay, das ist jetzt, ich baue das einfach mal dahin. So, die Drohne. Die baut das jetzt hier. Aber ein Gebäude reicht ja nicht. Ich muss ja noch eins haben. Ein Zuhause wirklich, ja auch. Ich würde mal sagen. Das kommt dann dahin. Da habe ich nur diese eine Drohne. Okay. Ich brauche aber was, wo die ankommen können. Okay, warte mal. Schiffe und Fahrzeuge? Nee. Ja. Moment. Energie unzureichend. Ja. Ich muss mehr Energie haben. Genau, ich habe 63 Energie. Okay, dann brauche ich erstmal Strom. Eine Windturbine gibt mir 6 Energie. Was ist denn hier unten? Energiespeicher. Ja. Okay. Erzeugt bis zu 200 Strom. 26, ja. Kann ich den hier irgendwo hinbauen? Warte mal. Hier? Da. So. Ja, die fliegt da noch hin, das ist gut. So, jetzt muss ich hier den Tunnel bauen. Ich würde mal sagen, du kommst. Nein, hier.
Moment, ich will mehr Tunnel bauen. So. Ach komm. Halte euer Halten. Ja, das ist auch gut. Okay. So, im Moment habe ich noch 63. Und wenn da gleich den Leute arbeiten, wenn da welche ankommen, will ich natürlich mehr haben. So, jetzt brauche ich sowas wie einen Flughafen, wo die Schiffe landen können. Eine Hovercar-Station. Ja, ja, ich weiß. Zuwanderungszentrum. Erlaubt neue Kolonisten den Zuwanderer. Ja. Okay. Handelszentrum. Ja, Handel muss ich auch noch. Aber ich nehme erstmal das hier. Das packe ich daneben. Weil da der Tunnel ist. Und dann können dann die da ankommen gleich in den Tunnel rein und dann hier arbeiten. So. Arbeiter über... was? Huch. Verschwinde dann nicht so schnell. Okay. So, jetzt habe ich da genau über 200. Das ist gut. So, dann müssen nur noch die Leute kommen. Und für den Anfang weit über 200 reicht erstmal. So, was haben wir denn andauernd da? Ach, da unten da, warte mal. Sit. Ja, da ist auch jemand. Da geht jemand spazieren. Gut, da sind ja schon mal welche. Sit. Jawohl, wer sagt denn? Die gehen jetzt da zur Arbeit. Das ist doch schön. Hey there. Oh, yeah. Die Kamera so kann ich dann zwar nicht drehen, aber man kann sie dann beobachten. Schön. Wo bin ich denn hier abgekommen? Ach da. So, genau das habe ich. Und dann erstmal für den Anfang würde ich sagen noch ein Dingens, wo die mit handeln können, damit hier so als Fracht ankommt. Ich will, das ist blockiert. Vielleicht. Okay, der ist wohl. Ja, ich mach das so. Okay. Bevölkerung habe ich noch 16. Es sind noch keine neuen Bewohner hier angekommen. Im Moment nur Arbeiter, die da arbeiten. Ah ja, ist ganz schön voll. Versorg 160 Elektrizität, also Stufe 1 von 2. Hm.
Aufrüsten auf Stufe 2 plus 60 Max-Energie. Ja, im Moment geht's noch. Okay. Eieieiei. So, City Skyline, da baut man ja seine eigene Stadt auf der Erde, mit Hochhäuser und so weiter. Da kommt was angeflogen. So, da kommt dann irgendwas, wo die dann Essen bringen oder was auch immer. Der Winter kommt. Zuwanderung für angedockt. Es hat 7 neue Zuwanderer für unsere Kolonie abgeholt. Okay. Der Winter kommt. Ja, ja. Der erste Winter steht vor der Tür. Im Winter wimmelt es von Gewittern. Der Boden friert und es wird dunkel auf Evenbrime. Die Saat in Farmen wird nicht wachsen. Ich habe noch keine Farm, so viel ich weiß. Gewächshäuser werden nur 50% der Nahrung produzieren. Ja. Alle Solaranlagen werden nur 50% Strom generieren. Gut. Dafür habe ich halt das hier jetzt. Da kommt die Wärme aus dem Boden raus und so weiter. Im Moment habe ich noch mehr als genug. Auch wenn da jetzt der Strom etwas weniger geworden ist. Ich habe 519 Naniten. Solarmodul. Nein. Moment. Ich schalte mal hier ein paar Kameras durch. Okay. Hier die Wege. Die gehen zur Arbeit. Ja, weiter. Komm mal her. Hey, Governor. I'm happy to be here. Kau Gates heißt er. Okay. 85% Zufriedenheit. Geht nach Hause. Okay, dann hat er Feierabend. Hier wohnen 0 von 36. Okay, Moment. So. Hier wohnen 9 von 36. So. Handelszentrum inaktiv. Eines deiner Handelszentralen ist bereits lange inaktiv. Es ist ihm derzeit kein Handelsvertrag zugewiesen. Ja. Was soll ich Ihnen denn da? Normale Priorität. Wir gehen mal auf hohe Qualität. Dingsbums hier. Um 25 Kupfer. 25 Eisen. Mal da 125 Naniten. Okay. Nahrung 539 im Kolonieinventar. Nein. Okay.
20 Naniten. So, hier sind wieder ein paar Leute angekommen. Und? Okay, jetzt habe ich 23 Bewohner. Der hebt jetzt langsam ab. Okay. Oh, es wird schon ziemlich kalt hier. Wiedersehen. Weg ist er. Es wird kalt. Halleluja. Der Winter naht. Yeah. Hier ist das. Nein. Eine Farm habe ich nicht. Ich habe nur sowas hier. Okay. Für Energiespeicher habe ich jetzt kein Geld mehr. Warum auch immer. Alles im Moment gesperrt. Ja auch. Okay. Vielleicht weil jetzt gerade Winter ist. Können wir nichts bauen. Wie komme ich denn da am besten hin? Da sind 220 Naniten drin. 180 Wasser und 400 Brot. Ja. Aber ich kann im Moment keine Drohne bauen und dahin bewegen. Das geht im Moment nicht. Okay. Hat 7 und so weiter abgeholt. Auswählen. Ich mach das mal so. So. Habe ich davon auf hoch? Ja, das habe ich auf hoch. Ja. Nachdem es Güter und so weiter ausgetauscht hat, genau. Essen habe ich noch, knapp 700 Sachen da. Ich kann im Moment auch gar nicht, ich meine, wie kann ich keinen Tunnel bauen, ey. Ist unglaublich. Vielleicht hätte ich doch im Sommer bleiben sollen. Im Winter kann ich nichts bauen, das ist kacke. Na gut. Ein bisschen Herausforderung wollen wir ja auch mal haben. Gut, ich würde mal sagen, für den Anfang war es das. Dann beende ich erstmal diese kalte Folge hier. Und dann mache ich nächstes Mal weiter. Im Moment habe ich 504 Wasser. Handelsdings, ja. Ah ja. Was mache ich denn mit denen? Das ist ja noch da.
so ein Ding. Lagerhalle. Blub. Im Moment kann ich echt nichts bauen. Nahrung. Ja. Wasser ist auch noch da. Okay. Ach so, da sind die Naniten. Genau, ich habe null Naniten. Deswegen kann ich nichts bauen. Denke ich, hä? Habe mich da verguckt. Ja, dann muss man doch hier versorgt werden. Okay, ja. Versuche ich das mal. So, der eine tut sich wieder ab. Hol wohl neue Leute. Okay, gut. Im Moment habe ich kein Geld, um zu bauen. Ja. Ich muss ja irgendwie Geld reinbekommen. Mal sehen. Ob das nächstes Mal was wird. Dann beende ich jetzt hier die Folge, sage danke fürs Gucken. Und dann füllen wir uns nächste Folge nochmal einen ab hier oder so. Mal sehen. Mach's gut, bis dahin. Bye, bye.